In der Sonne liegen, baden gehen oder einen langen Sonnenspaziergang durch den englischen Garten machen. Diese Woche lässt sich der Sommer in München in seiner vollen Pracht blicken. Also in den kommenden Tagen bekommen wir aus dem Südwesten Europas diese warme, teilweise heiße Luft. Von Spanien, von den Balearen über Frankreich bis über die Schweiz kommt das dann zu uns nach Bayern. Und da ist natürlich auch viel Feuchtigkeit mit dabei wegen des Mittelmeers. Und deshalb fühlen sich dann auch diese 30, 31 Grad durchaus anstrengender an. Denn bei jeder kleinsten Bewegung fängt man sofort an zu schwitzen. Und ja, das ist dann das, was wir uns dann oder worauf wir uns dann in den kommenden Tagen einstellen müssen in München. Doch schon am Wochenende der Umschwung, Regen und Kälte. Diese extremen Wetterwechsel sind für uns nicht unbedenklich. Müdigkeit und Erschöpfung sind typische Symptome. Das ist eine hohe Belastung für den Kreislauf. Wir merken es ja auch sehr, gerade bei solchen Temperaturschwüngen, dass natürlich auch eine starke Müdigkeit herrscht bei unserem Körper. Das heißt, wir sind unheimlich träge, müde, wenn wir von kalten Temperaturen von 16 Grad plötzlich auf 30 Grad wieder zurückgehen. Da gibt es natürlich kein absolutes Patentrezept, weil wir können den Körper ja nicht komplett austricksen. Der reagiert halt auf diese Körpertemperaturen. Aber was halt da auch gilt, ist, dass wir bei hohen Temperaturen uns halt nicht dann quasi den Körper in die pralle Sonne begeben, sondern halt auch da ein bisschen Schutz suchen im Schatten oder in den Räumlichkeiten und halt, wie gesagt, nochmal auf diese Flüssigkeitsaufnahme zurückkommen. Die Münchnerinnen und Münchner sind gut vorbereitet. Sie freuen sich auf die anstehenden Sommertage. Viel Wasser trinken, das ist schon was. Sonnencreme jetzt bis jetzt, dachte ich, geht so, aber die Sonne ist ja schon stark. Und kurze Hose kommt jetzt erstmal raus. Vielleicht in der Mittagspause mal in den Eisbach hüpfen. Eisbach gehen? Eisbach, Eis essen. Klassischer Sommer in München. Vielleicht aus dem Reflex schon ein bisschen mehr trinken. Wenn das Wetter jetzt wieder besser wird, dann wird wieder viel mehr Golf gespielt und viel mehr zu Hause in den Pool gesprungen und natürlich auch das ein oder andere Eis gegessen. Wir freuen uns endlich, dass der Sommer da ist und gehen jetzt schön in die Stadt, trinken und essen draußen und genießen einfach die warmen Sonnenstrahlen.